So, merkt euch das, wenn ihr eure erste Prep habt, in den letzten paar Wochen, wird sich das so anfühlen, kein Bock auf hartes Training, bei manchen vielleicht schon, also bei mir schon, aber kein Bock auf Schritte, kein Bock auf Cardio, ja, euer Körper sagt euch essen, und im Endeffekt müsst ihr einfach nur euch jeden Tag sagen, ihr müsst euch selbst in die Fresse schlagen und sagen, nein, zieh's jetzt weiter durch. Ja? Einfach jeden Tag gegen die Erschöpfung anpushen, ja? Weil ihr wisst, das ist nicht echt. Und genau diese Fähigkeit zu sagen, ich mache es trotzdem weiter, obwohl es sich nicht richtig und nicht gut anfühlt, ja? Das ist im Endeffekt das Entscheidende, was einen guten oder schlechten Athleten ausmacht. Ja, das ist einfach so. Es müssen gewisse Dinge getan werden. Ja? Aktivitätsschritte, Cardio, Kraftsport, Kraft halten, ja? Ernährungsplan einhalten. Ja, perfekt. Und es fühlt sich nicht gut an. Ja? Ihr werdet leiden. Aber ich sag euch, wenn ihr das schafft, vor allem in den letzten Wochen, bis dahin ist es leicht, bis dahin macht ihr es wahrscheinlich. Ja, vor allem in den letzten Wochen immer noch, jeden Tag bis zur Show zu sagen, ich mache meine Schritte, ich mache mein Cardio. Ich versuche meine Kraft zu halten. Ich gehe nicht runter mit dem Gewicht. Ja. Natürlich müsst ihr runtergehen, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Kraft halten. Alle Sachen, die dazugehören, weiterzumachen, dann kann euer Paket nur gut werden. Ja. Und ihr werdet leiden, ihr werdet euch scheiße fühlen. Aber wenn ihr diese Fähigkeit habt, zu sagen, ich mache es jetzt trotzdem, entgegengesetzt meinen Gefühlen, dann werdet ihr ein richtig guter Athlet. Ja. Heute steht auf dem Programm Schultern, Bizeps, Waden, 35 Minuten Cardio. Wir fangen an mit Schulterpresse. Letztes Mal 120 mal 5. Und ich versuche jetzt trotzdem die 120 nochmal. Ja? Ich versuche 6 zu schaffen. Und dann könnt ihr ja schon das Spiel, die nächsten 4 Sets von 5, werden einfach immer adjusted, je nachdem wie viel ich schaffe. Und wir versuchen immer mindestens 6 zu treffen. Das ist einfach für mich die beste Strategie, um maximal Muskel zu konservieren und minimale Erschöpfung zu verursachen, weil Erschöpfungsmanagement ist so unglaublich wichtig. Verursacht ihr mehr Erschöpfung, verliert ihr schneller eure Kraft. Das gleicht sich beides immer wieder aus und bekämpft sich sozusagen. Mehr Erschöpfung bedeutet weniger Kraft, wir müssen aber unsere Kraft halten, deswegen weniger Erschöpfung verursachen, um unsere Kraft zu halten, ganz klar, ne? Sehr gut. Und ihr seht, man sollte nicht mit der Erwartungshaltung rangehen, dass man auf jeden Fall Kraft verliert. Weil ich habe jetzt tatsächlich plus ein Rep gemacht so. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man immer maximal pusht, weil es halt auch sein kann, dass ich meine Rep mehr mache. Ja? Und das bedeutet im Endeffekt, dass ich sozusagen garantiert jetzt meine Kraft noch mal eine weitere Woche halte. So, ne? 120 mal 5, jetzt 120 mal 6. Nächste Woche wahrscheinlich 120 mal 5 oder so. Vielleicht aber auch 120 mal 6. Ja? Denke ich immer nur erwarte, dass ich eine Rep weniger schaffe. Ja? Kann das sein, dass ich auch ja, unterbewusst einfach nicht so hart pushe und demnach schneller meine Kraft verliere. Und wie gesagt, ich kann es nur tausendmal wiederholen. Krafterhalt gleich Muskelerhalt. Deswegen einfach immer so hart wie möglich pushen. Natürlich nicht Technik und so auf Kosten von Ausführungen, aber innerhalb des gleichen Systems immer so hart wie möglich pushen. Und dann kommt sowas dabei raus, dass man halt auch gerne mal eine mehr raushaut, wenn man gut gegessen hat, gut getrunken hat, gut geschlafen hat, ja. Weil alles sitzt so, ne. So, wir bleiben bei 120 und versuchen 5. Sehr gut. So 110, 10 Kilo weniger und so viele wie gehen. Wenn ich Glück habe, kann ich hier 3 Sätze lang bleiben, aber schauen wir mal.
schön, perfekt. So, 110 für 6. So, letztes Set, Shooten für 5. Und dann haben wir richtig, richtig gut die Übung abgeschlossen mit einer richtig krassen Performance im Vergleich zum letzten Mal. Boah. Ja, ist auch okay. Deutlich besser als letztes Mal trotzdem, ne? Also kann man mitleben. So, ich mache das jetzt so, damit es nicht einfach so langweilig ist, ich immer wieder die gleichen Sachen zeige, dass ich einfach jetzt nur noch ein paar Sets zeige, irgendwie von jeder Übung 1, 2 oder so, was dazu sage, und dann ist gut, dann geht's weiter. Da wirklich jedes Set zu zeigen, da sehe ich jetzt aktuell keinen Sinn mehr drin. So langsam, ich habe jetzt fast alles zweimal gemacht, so. Das wird jetzt immer gleich bleiben, da wird sich kaum was ändern. Deswegen werde ich es einfach kürzer gestalten. Vielleicht den ersten, den letzten Satz jetzt zeigen. Jeweils dann noch einen Satz von den anderen Übungen, muss ich mir überlegen. Ich muss auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen was ändern an der Struktur. Ich möchte nämlich nicht immer das Gleiche machen. Also oder nicht immer das Gleiche zeigen. Mir ist wichtig, dass so jede Folge einen Sinn hat, jede Folge einen Mehrwert hat, und viele Sachen, die sich immer wiederholen, stumpf, die bringen einfach keinen Mehrwert. So, letztes Set, jetzt ist beim letzten Mal tatsächlich die Kraft extrem eingebrochen. Gucken wir mal, wie es heute ist. 27,5, Ziel wäre 6. Und wenn das jetzt dieses Mal wirklich so ist oder wieder so ist, dass ich nur 3 Reps oder so schaffe, dann würde ich tatsächlich ein Set abziehen. Ja, so würde ich das machen. Das heißt, 2, 3 Sessions am Stück, extremer Performance-Drop im letzten Set, einfach ein Set abziehen. Bis die Regeneration wieder besser ist, kann man wieder ein Set hinzufügen. Aber werde ich ja jetzt sehen. Ich habe jetzt schon euch das erste Set gezeigt, aber habe ich jetzt 4 Stück selbst gemacht. Und jetzt machen wir mal das 6. und gucken uns an, wie sich das Ganze verhält. So, letztes Set. 6 sind geplant. Ja, war noch okay. Es geht sogar. Okay, das deutet darauf hin, dass ich diesmal einfach ein bisschen besser gegessen habe, ein bisschen besser getrunken habe, ja. Letztes Mal einfach vielleicht nicht gut gegessen habe, getrunken, nicht geschlafen, ja. Deswegen ist es super wichtig, merkt euch das, bevor ihr Veränderungen vornehmt, ja, bevor ihr Übungen austauscht, bevor ihr ein Set dazu oder mitpackt, ja, guckt, dass ihr das mindestens 2 bis 3 Sessions beobachtet, ja. Weil das kann auch einfach mal sein, dass euer Tag scheiße war, dass ihr irgendwas falsch gemacht habt. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel beim letzten Mal direkt ein Set rausgeworfen habe,
wäre es vielleicht gar nicht nötig gewesen, ja, weil 6 doch ganz gut ist für den Bizeps in dem Fall, so, ne? Deswegen, egal ob Übung austauschen, egal ob ein Set hinzufügen, irgendwelche Veränderungen, ja? Also mindestens 2 bis 3 Sessions beobachten, damit ihr sicher eine Entscheidung treffen könnt, die auch das Richtige ist. Weil das wäre jetzt in dem Fall vielleicht nicht das Richtige. Ne? So, ihr kennt das Spiel. Jetzt noch 2 Sätze haben wir kurz. Auch padded natürlich, mehr Stability. Mehr Kraft. Isoliert in den Muskel. So, seitdem letztes Mal 22,5, mal 16. Also machen wir jetzt einfach 3 Sätze, so viele wie geht. Ja, ganz klar. Im Idealfall 16, ja, mit Half Reps und genau. Mega geile Performance heute. Schulter drücken besser. Curls auch besser. Seitheben sogar 2 Reps besser. Oder 3 sogar. Und das liegt vermutlich daran, dass ich heute meine Carbs wirklich sehr, sehr gut vom Training gesteckt habe. Das heißt, alle meine Kohlenhydrate vom Training gegessen habe. Das macht einiges aus in der Diät. Ich mache es gerade so, dass ich morgens manchmal einen Shake trinke. Also mein Intra, Hydroclear, um ein bisschen die Zeit rauszuschieben. Habe ich heute nicht gemacht, aber ist auch egal. Es kommt erstmal mein Frühstück, ja. Würde nach dem Shake kommen oder halt direkt das Frühstück, ja. Danach kommt Hähnchen mit Gemüse, ohne Kohlenhydrate, ja. Und dann kommt vom Sport meine ganzen Carbs, abgesehen vom Post, das sind aktuell 450 Gramm Kartoffel. Das sind alle Carbs, so. Abgesehen vom Post, vom Frühstück, ja. Aber sozusagen die in der Mitte, so. Ja?
Und die habe ich jetzt sozusagen vom Sport alle gegessen. Es macht wirklich Sinn. Einfach die Carbs vom Sport zu stacken in der Diät. Was wichtig ist, dass ihr natürlich auch alle 3 Stunden Protein isst. Und natürlich die Proteinbiosynthese zusätzlich nochmal zu aktivieren. Aber dafür müsst ihr nicht unbedingt Kohlenhydrate drin haben, ja. Ihr könnt auch carbfrei essen, die ersten Meals theoretisch, ne? Wichtig sind wirklich die Kohlenhydrate vom Training. Das könnt ihr gerade bei mir sehen, das hat einen richtig krassen Effekt. Im Aufbau sowieso, aber im Aufbau sind eure Kohlenhydratspeicher immer fast voll oder voll, ja. Da muss man auch gucken, dass man genug Carbs isst, vor allem vorm Sport, vor allem wenn man einen schnellen Stoffwechsel hat, ja. Aber jetzt in der Diät, wo wir mit den Kohlenhydraten so eine krasse Knappheit haben, ja, ist es super wichtig, die einfach vorm Sport zu stacken. Und es hat so einen krassen Effekt. Wie ihr seht, hier und da mal ein paar Reps mehr so. Ja, die Performance letztes Mal war auch scheiße, aber angenommen, wir würden das jetzt jedes Mal so machen, das würde perfekt laufen, würden wir natürlich unsere Kraft viel, viel besser halten, weil wir nicht flach ins Training gehen, ja. Sondern das ist dann so, tagsüber sind die Glykogenspeicher im Endeffekt mehr oder weniger leer. Vom Sport nehmen wir natürlich die Carbs zu uns und wenn wir Glück haben, geht davon einiges in die Speicher und gibt es natürlich eine krassere oder bessere Performance im Sport, ja. Das heißt, definitiv darauf achten, ja. 5 bis 6 Mal hochwertiges Protein, klar. Abgesehen davon haben wir noch im Grunde unsere Fette, die machen wir einfach da, wo es passt. Wenn wir welche haben, ich habe aktuell keine mehr eigentlich. 2 Sachen habe ich noch, ja. Gemüse und Carbs, ja. Gemüse mache ich dahin, wo ich Sättigung brauche. Das heißt, ins carbfreie Meal am Anfang des Tages und vorm Schlafen. Das ist auch carbfrei, das Meal. So, einfach damit ich satt bin, so, ne. Vorm Sport esse ich kein Gemüse, dafür aber alle meine Carbs. Ja? Das heißt, meine Kartoffeln, 450 Gramm. Ja, so bin ich tagsüber gesättigt, komme klar und so. Vorm Sport habe ich eine gute Performance und nach dem Sport bin ich wieder gesättigt. Ja? So habe ich das perfekt strukturiert. Und ich werde morgen vielleicht mal, wenn ich Lust dazu habe, mal ein Full Day of Eating machen und vielleicht erklären, was ich machen würde, wenn ich jetzt zum Sport gehen würde, denn morgen ist trainingsfrei. Aber nur, dass ihr mal versteht, wo ich gerade meine Nährstoffe hinpacke. Ja? Proteine über den Tag verteilen, Gemüse zur Sättigung verteilen, ja, und Carbs vor den Sport packen, wegen der Performance, ja. Das heißt, überleg dir mal, falls du gerade eine Diät machst oder eine vorhast, ja, wo du sinnvoll mal deine Sachen verteilst, so viel dazu, ne. So, wir hatten gerade 2 Reps mehr als letztes Mal. Letztes Mal 17, diesmal 19. Jetzt einfach 2x so viele wie gehen. Ja, im Idealfall 18 und 17, wäre geil, ne. Hopp. Ja. So, jetzt ist es eben auf 16. So, seid ihr mal am Kabel mit 13, wir aimen für 8. Yeah.
So, zweites Set, wir aimen für 7. So, letztes Set. 6. Noch warten. 4 Sets seated, 4 Sets standing. Und worauf ihr achten müsst, habe ich euch schon mal gesagt. Am besten eine halbe Sekunde, eine Sekunde im Stretch pausieren. Einfach um sicherzustellen, dass ihr maximal einen Stretch mitnehmt. Ja? Das machen viele nicht. Die Range of Motion bei den Waden, habe ich auch schon gesagt, ist sehr, sehr klein. Ja? Das ist so ein Stück, was hier hoch und runter geht. Ja? Und natürlich neigt man da schnell dazu, weil die Zeit zu kurz ist, diese Strecke zu überbrücken. Ja? Das ist im Endeffekt nicht viel. Ich weiß nicht, wenn er bei einer Kniebeuge, das ist schon ein gutes Stück, ja. Es dauert länger einfach, ne? Und deswegen neigt man natürlich dazu, bei sowas hier vielleicht auch nur so zu machen, ja. Versteht ihr, was ich meine? Es dauert halt fast genauso lange, das nimmt der Verstand nicht so wahr. Deswegen muss man wirklich darauf achten, dass man im Stretch halbe Sekunde, Sekunde pausiert, komplett den Schwung rausnimmt, einmal komplett in den Stretch reingeht, ja, und dann könnt ihr wieder kontrahieren. Das ist sehr, sehr stimulativ bei den Waden. Und ich würde sagen, das ist auch so mit der Grund, warum die meisten einfach scheiß Waden haben, ja. Also du kannst entweder gute oder schlechte Waden haben, ja? Und du kannst beide zum Wachsen bringen. Dann sind es gute, schlechte Waden oder gute, gute Waden, ja? Das ist egal, ja? Es gibt halt Kackwaden, es gibt gute Waden, ja? Aber man kann beide zum Wachsen bringen, ja? Und das macht man, indem man halt darauf achtet, dass man die volle Range of Motion mitnimmt, ja? Und voll in den Stretch geht. Das empfehle ich einfach jedem, ja? Einmal richtig kurz, voll in den Stretch, pausieren und dann wieder kontrahieren, ja? Das ist Game Changing. So, Fußschmerzen sind weg. Das heißt, wir können mit 120 hier 4 Sätze durchbrettern. Ich zeige euch jetzt jeweils nur ein Set. Und dann sehen wir uns draußen. Das heißt, seated ein Set, standing ein Set, dann noch 35 Minuten Cardio. Und dann sehen wir uns nochmal draußen. Und ja, ich denke, das war die letzte Folge erstmal. Und dann werden wir so ein kleines Abschlussgespräch führen. Wie ist das? Und dann sehen wir uns vielleicht an der Tafel wieder. Oder wir sehen uns in meiner Küche wieder. Je nachdem, worauf ich so Bock habe. Was mir so einfällt, ja. Ja, aber ziehen wir jetzt hier erstmal die letzten 2, beziehungsweise die letzten 8 Sets durch, ne.
Boah. Okay, Füße gehen klar, aber ist natürlich deutlich zu viel Gewicht. Nein. So, 120 mal 7. So, machen wir mit 110 weiter. Drei Sätze, so viele wie gehen. War ein bisschen zu viel, aber ja, ungefähr so wie letztes Mal. Jetzt nochmal sauberer. Kurze Pause, hoch. Kurze Pause, Stretch und hoch. Das ist eine Sache, die eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber die viele ja, vielleicht unterbewusst so machen oder vielleicht auch bewusst, nach hinten raus. Ja? Bei den Sachen, die dann nicht mehr so wichtig sind, die Pausenzeiten verkürzen, kann man natürlich machen. Wenn man es jedes Mal gleich hält, dann funktioniert es auch. Ich würde auch trotzdem darauf achten, dass ich dann eventuell das Volumen verringere und dann trotzdem meine qualitativen Sets habe. Klar, wenn man Zeitdruck hat, das ist was anderes, ne? Dann muss man sich halt mal beeilen. Ja? Aber ich würde schon gucken, dass ich von Anfang bis Ende meine Pausenzeiten immer einhalte. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Situation habe und sage, ey, Waden sind mir nicht so wichtig, gar keinen Bock mehr, fühle mich schon scheiße, dann verkürze ich hier die Pausenzeiten und natürlich ist meine Performance dann schlechter als beim letzten Mal. Das ist logisch, ne? Das ist keine gute Herangehensweise. Da würde ich vielleicht lieber zwei Sets weniger machen und mir trotzdem Zeit lassen. Das wird wahrscheinlich auch sogar stimulativer sein. In dem Fall, weil lange Pausenzeiten sind besser als kurze Pausenzeiten. Deutlich stimulativer, das weiß man mittlerweile. Deswegen, was ich sagen möchte, macht hinten raus nicht husch, 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 ja. Lasst euch Zeit, ja. Falls möglich, ja. Es gibt auch Menschen, die haben nicht so viel Zeit. Dann meinetwegen Intensitätstechniken und so kann man machen. Oder, wie gesagt, sich beeilen. Aber wenn ihr die Zeit habt, ja, dann lasst euch die Zeit, weil Pausenzeiten sind super wichtig für vernünftigen Reiz, ja, für Wachstum. Das ist super wichtig. Also nicht zum Ende hin sagen, ey, komm, ich mach jetzt hier husch, husch. Lasst euch die Zeit, das ist wichtig. Letzte Übung, Standing Calf, letztes Mal 230 mal 11. Und wir machen einfach den Stretch, eine Pause zu machen, weil du den Stretch mehr spürst, ja. Weil es hier leichter ist, in den Stretch zu kommen, weil dein Bein ausgestreckt ist. Ja. Also, Geheimtipp für die Waden: kurz im Stretch pausieren, Schwung rausnehmen, einmal voll in den Stretch. Und eure Waden werden wachsen, garantiert. Die letzten drei Sets mache ich jetzt alleine. Dann Cardio und dann sehen wir uns draußen, ja? So Leute, Abschlussgespräch. Das war erstmal die letzte Session. Weil nachts wach sein ist einfach nicht so geil, ja? Ist es immer das Gleiche, beziehungsweise es wiederholt sich immer. Und ich habe alle Komponenten sozusagen meines Trainingssystems, meines Trainings gezeigt. Ihr habt jetzt komplett verstanden, wie Bodybuilding auch in der Praxis funktioniert. Ja, das, was ich immer sozusagen sage. Zumindest so, wie ich das mache. Ja, so die Rahmenbedingungen habe ich ja in meinen theoretischen Videos erklärt. Die Praxis habt ihr jetzt bei mir gesehen, so wie ich das gestalte. Sozusagen meinen präferierten Trainingsstil. Ja, wie ich das Ganze anpasse, worauf ich achte. Alles Mögliche, ja, fand ich ganz nice. Das Ding ist nur, ich finde bei mir, das habe ich mir fest vorgenommen, sollte jedes Video einen riesen Mehrwert geben. Ja. Und es ist einfach, ja, super anstrengend, auf Zwang immer in jede Einheit Sachen reinzupacken. Und das gefällt mir nicht so. Ja. Es muss passen, es muss gut sein, es muss organisch sein, es muss von innen kommen. Und ich muss mir nicht denken, so, ey, ich muss jetzt in dieses Video hier mindestens wieder drei, vier Sachen reinpacken. Ja. Und ich mache das jetzt so, ich werde jetzt wieder morgens trainieren. Ich werde jetzt morgen meinen Rest-Day ziehen, übermorgen ab morgens trainieren. Und dann mache ich wieder ganz normal. Vielleicht ein Full Day of Eating, vielleicht wieder ein Tafelvideo. Vielleicht gehe ich auch morgens trainieren. Ja, ich mache einfach das, worauf ich Bock habe und gucke dann mal. Wenn ich wieder eine geile Idee habe, die euch weiterbringt, werde ich die rausballern. Ja, so wie ich das vorher auch gemacht habe. Ja, das war eine geile Erfahrung jetzt. Ich habe jetzt so 7 Sessions gezeigt. Das war jetzt
Das war die 8. Session sogar. Ich habe jetzt 8 Sessions gezeigt. 3 haben sich sogar wiederholt. Das heißt, ihr habt gesehen, worauf ich sogar achte, wie ich die Anpassung vornehme. Ja? Das hat bestimmt einigen weitergeholfen. Ja, das freut mich. Ich werde jetzt aber einfach für mich wieder ganz normal weitermachen, mich auf mein Training fokussieren, jetzt die Prep erstmal weiter verfolgen, bisschen mehr Regeneration rausholen, wieder tagsüber wach sein. Das wird mir ganz gut tun. Und wie gesagt, wenn ich eine geile Idee habe, werde ich das rausklatschen. Ne? Klicks waren natürlich auch nicht so gut wie bei den anderen Videos. Ich denke, weil es einfach nicht so eine große Zielgruppe anspricht, wie so ein Mehrwertvideo, wo wirklich viel, viel Mehrwert und viel, viel zu lernen ist in kurzer Zeit. Weiß ich nicht, wie meine Verdauung optimieren, Indikatoren und Volumen, diese ganzen Sachen, die sind einfach interessanter als jemand, der sein Training zeigt, denke ich mir einfach so. Deswegen wird es nicht so krass geklickt. Und ich muss natürlich auch gucken, dass ich die meisten Menschen erreichen oder so viele wie möglich Menschen erreiche. Jetzt gucke ich mal, vielleicht mache ich was Lifestyle-mäßiges, wo auch ein Mehrwert drin ist. Ja, ich lasse mich einfach überraschen. Aber zur Session. Performance war mega gut im Schulterdrücken, ja. Bizeps Curls auch besser. Die Sets bleiben, die 6 Sets, nicht so wie beim letzten Mal. Performance war doch in Ordnung, ja. Ja, seitdem war auch gut. Baden war auch okay. Also ich bin zufrieden, definitiv. Und ja, ich würde sagen, die Performance war sogar ein Ticken besser als beim letzten Mal. Ja, wegen dem Essen. Ja, und die Carbs werden jetzt immer schön vorm Training geklatscht. So. Vorher hatte ich die in meinen beiden Meals davor. Aber es macht schon einen deutlichen Unterschied. Jetzt, wo ich so wenig Carbs habe, die ins Meal davor zu packen, also in das Pre-Workout-Meal, ja, also so viel dazu. Genau. Und ihr könnt gerne wieder, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Themen habt, die in die Kommentare ballern. Tafelvideos, Lifestyle-Videos, ist egal was. Sobald mir persönlich was einfällt oder sobald ich was sehe, was ich für cool halte oder was ich cool halte, was ich cool finde, werde ich das rausballern. Ich höre natürlich nicht auf, Content zu machen. Aber mit dieser Reihe hier, nachts filmen gehen, mein Training jedes Mal zeigen, höre ich jetzt erstmal auf. Genau. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das fandet, was ihr daran toll fandet, was ihr daran nicht so toll fandet. Ja, einfach mal Feedback geben. Bei mir ist euer Feedback extrem wichtig. Ja, ich sage das jedes Mal. Da kommt manchmal auch was, manchmal relativ wenig. Aber mir ist das wirklich wichtig, weil, wie gesagt, für die Leute mache ich das ja. Für die 5000 Leute, die ich mir hier erarbeitet habe auf YouTube, die mir zugucken, für die möchte ich den bestmöglichen Content gestalten. Die so sind wie ich, die sich für Bodybuilding interessieren, die besser werden wollen, die sich gesünder ernähren wollen, ja, die einfach ein besseres Leben haben wollen, für die mache ich das, ja. Und wie gesagt, wenn ihr sozusagen so ein Abschlussfeedback reinschreibt, was ihr geil fandet und eure Meinung einfach äußert, das interessiert mich extrem, ja. Genau, weil ihr seid diejenigen, wofür ich das mache. Und genau, vielen Dank, wir sehen uns beim nächsten Video. Egal was es ist, weiß ich noch nicht. Aber wir sehen uns definitiv wieder.